Heute haben wir ein ganz spezielles Video hier aus Chivisier. Ich bin hier mit dem Ivo Ebischer, er ist der Geschäftsführer der Firma Rowen. Und heute reden wir über Schweizer Lautsprecher. Heute machen wir ein ganz spezielles Video und ich möchte mich zuerst bedanken beim Ivo Ebischer. Er ist der Geschäftsführer der Firma Rowen. Wir haben hier eine Auswahl der Lautsprecher, die hier gebaut werden, in Chivisier und in Yverdon-le-Bain im Kanton Fribourg. Also komplett Schweizer Produktion. Die Lautsprecher, die wir heute darüber reden, gehören zu den meistverkauften High-End-Lautsprechern in der Schweiz. Und die Leute, die sich ein bisschen damit schon auseinandergesetzt haben, die sehen, dass da ganz spezielle Ansätze verfolgt werden. Einer davon ist der Bipol-Ansatz, den wir hier sehen. Ein anderer Ansatz sind geschlossene Systeme. Ivo, warum geht Rowen da so einen eigenen Weg beim Lautsprecherbau? Ja, ganz grundsätzlich ist für uns in erster Linie wichtig, dass ein Lautsprecher unter Wohnraumbedingungen gut funktionieren tut. Und das ist effektiv ein grosses Problem, wo man unserer Meinung nach generell eher zu wenig Beachtung schenken. Da ist auf der einen Seite Problematik mit Raumresonanzen, wo man immer wieder hört, Problematik, einen Lautsprecher gut in diesem Raum kennen, platzieren. Da kommen etliche Probleme auf uns zu. Was vor allem sehr heikler Punkt ist, ein Lautsprecher, der klein ist und wenig Möglichkeiten hat im Bassbereich, das ist noch relativ einfach, auf ein einigermaßen vernünftiges Resultat zu kommen. Wenn aber ein Lautsprecher so Tiefbass wiedergeben, dann wird es problematisch und da muss man zum Teil andere Wege vielleicht in Betracht ziehen. Also, das raumakustische Phänomen ist für uns etwas sehr Zentrales auf der einen Seite. Was auch sehr etwas Zentrales ist für uns, ist aus der Psychoakustik heraus, was hören wir, auf was tun wir überhaupt achten und da gehen wir eben auch eigene Wege. Also die Problematik ist ja, dass der Bass in der Regel rundstrahlt bei einem Lautsprecher und dort bei grossen Lautsprechern oft Probleme entstehen. Das hören wir von vielen Leuten, die grosse Bassreflex-Lautsprecher daheim haben. Die haben so viele Qualitäten wie im normalen Wohnraum, weil eben der Bass verunstrahlt, macht dann so ein Lautsprecher Probleme. Das ist eigentlich die Problematik, die ihr angeht mit dem geschlossenen System und in der letzten Konsequenz dann mit dem Bipol-Lautsprecher. Das ist korrekt. Also wenn man auf der einen Seite anschaut, wo das ein Hersteller generell tut empfehlen, wie man Lautsprecher sollte aufstellen sollte, dann ist da immer eine Wanddistanzdiskussion, wo man sollte nicht unterschreiten. Das ist so in der Regel gute 80 cm bis 1 Meter. Das ist schon mit einer gewissen Vorsicht zu genießen, wegen in der Regel müssten sie eigentlich eher mehr sein. Also wenn man ganz grosse Lautsprechersysteme, so wie man das in einer Show sieht, aufstellen, dann hat das meistens 2 Meter Distanz zur Rückwand, wenn man auf ein gutes Resultat kommt. Also zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist der Bass, wie du gesagt hast. Der Bass hat vor allem damit zu tun, dass jeder Raum, gerade ein normaler Wohnraum, wie man den in der Schweiz antrifft, ist meistens aus Mauerwerk. Also man hat einen Boden, der ist betoniert, eine Decke vielfach ist betoniert und aus der Wand tut man nicht Holz verbauen, sondern doch absolut mehrheitlich Mauerwerk. Heisst, dass man recht viel Energie innerhalb des Raums behalten und durch das auch sehr starke Reflexionen im Raum haben, was sogenannte Raummode ergibt, also Resonanzpunkte, die eine reine Abhängigkeit sind von der Beschaffenheit von den Mauern, von der Festigkeit, respektive von den Dimensionen. Dort ist natürlich die Problematik diejenige, dass man sehr gut beachten muss, wo ein Bassreflex beispielsweise abgestimmt ist. In der Regel bei mittelgroßen Lautsprechern, die so schöne 18 cm Basstreiber haben, ist das ganz immer ein heikler Punkt, weil dort ist meistens so eine Bassreflexabstimmung, wo man möglichst eine gute Effizienz erzielen will, um die Grössenordnung 35 bis 45 Hertz. Und das ist sehr problematisch, dass wir bei 40 Hertz, so im Schnitt, dummerweise
eine Raummode anregen, wo gerade in einem klassischen Raumverhältnis, wo man vielleicht 30 Quadratmeter hat, anregen tut. Da kommt man nicht dran vorbei. Es gibt schon Wege, natürlich. Man könnte einen richtigen Bass verbauen, einen grossen Bass, weil da ist der Resonanzpunkt ganz im anderen Ort. Also wäre die Abstimmung eigentlich geschickter für einen normal grossen Raum. Mhm. Ein kleiner Lautsprecher mit kleinen Bass müsste man zwangshalber eigentlich einen extrem grossen Raum verbauen. Aber jetzt muss man dem Kunden erklären, wieso ein kleiner Lautsprecher im grossen Raum und der im Gegenzug ein grosser Lautsprecher mit einem grossen Bass im kleinen Raum. Hat natürlich auch andere Aspekte, die da eine Rolle spielen, gerade was die Ästhetik angeht. Also so ein Koloss von einem Lautsprecher ist in der Regel nicht gewünscht. Also es muss schlank sein. Damit man die Probleme weniger anregen tut, gibt es nach unserer Meinung natürlich noch mehr Wege. Das hat man immer wieder Erfahrungen, sehr positive gemacht in der Vergangenheit und auch gegenwärtig. Dass man nicht auf Resonanzsystem aufbauen, also kein Bassreflex. Wir bauen ganz konsequent nur geschlossene Lautsprecher aus dem Grund. Also es ist ja mehr Aufwand, leider. Es braucht mehr Basssystem, man muss mehr Energie können umsetzen, wenn man nicht will, sich das Reflexsystem zunutze machen. Und deshalb geschlossen. Also das Bassreflexsystem ist eigentlich das Einfachere zum Bauen. Das ist der einfachere Weg. Effizientere, einfachere, günstigere Lösung, wo ich natürlich irgendwo ein Problem sehe, dass wenn ein Lautsprecher 300-400 Franken kostet, ist das ein Argument. Ja. Wenn ein Lautsprecher natürlich 10'000 Franken kostet, dann darf ja das eigentlich nicht mehr wirklich das Argument sein. Aber eben, dort sind natürlich die grossen Hersteller meistens ja auch örtlich bedingt ganz andere Räume gewöhnt, als wir das in Mitteleuropa haben. Und in einem Holzhaus mit einer Stube von 80 bis 100 Quadratmeter spielt das viel weniger eine Rolle, weil das Problem nicht entsteht. Das entsteht eigentlich vor allem in unseren typischen Wohnräumen. Also darum, geschlossene Bauweise ist weniger effizient, bedingt halt einfach zwei Bässe anstatt einen. Kann man bei einem Lautsprecher ab 1'000 Franken ganz sicher voraussetzen, dass das nicht das Problem dürfte sein. Auf der anderen Seite hat man durch das mehr Konturen, mehr Definition und regt Raummode wesentlich später an. Also ein Lautsprecher von oben kann Raummode anregen, selbstverständlich, aber es braucht wesentlich mehr dazu, bis man in die Problematik reinkommt. Und damit sind wir genau beim Thema. Der Kunde kann den Lautsprecher herstellen, dort, wo er wahrscheinlich den Lautsprecher möchte herstellen, nicht wir als Hersteller. Und dort funktioniert der Lautsprecher. Der zweite Punkt, den du angesprochen hast, ja, der Bass ist rundstrahlend. Und das ist eigentlich genau eines von diesen ganz wichtigen Problemen. Weil der Hochton ist nicht rundstrahlend. Der Hochton ist gebündelt. Und je nach Konstruktionsprinzip ist der Hochton eben mehr oder weniger gebündelt. Dem entgegen ist der Grundtonbereich, also unterhalb von 2000 Hz, tut sich das auf, 1500 Hz. 1000 Hz wird ein Lautsprecher immer zum Rundstrahler. Also den Bass kann man grundsätzlich eigentlich von überall her hören. Hingegen den Hochton muss man meistens im Spot sein von der Abstrahlung von den Lautsprechern. Das ist alles soweit noch nicht das Problem. Grundsätzlich könnte man sagen, wir haben Hörplatz und wir haben dort die höchste Linearität. Aber unsere Raumakustik hat eben genau da wiederum als insofern ein Problem, die hat Reflexionen. Also haben wir auf der einen Seite den Direktschall zum Hörplatz, dort möchten wir möglichst eine höhere Homogenität haben, möglichst höhere Linearität. Aber ganz kurz verzögert dazu kommen ja Reflexionen von Wänden, meistens von den nachstehenden Wänden, typischerweise eben gerade an Rückwand, Boden, Seitenwände, Decke. Und von dort überall her kommen Reflexionen auch wiederum an Hörplatz retour. Und das gibt eine Überlagerung im Grundtonbereich, im Bassbereich, was subjektiv eher zu einem dumpfen Klangbild führt. Und wenn man das kompensieren will, da sind wir genau in der Problematik drin. Jeder Hersteller hat so seine Art und Weise, wie er jetzt das kompensiert. Man tut dementsprechend nachher auch attestieren, dass ein Lautsprecher vielleicht besser ist im klassischen Bereich oder im Jazzbereich, was ich gar nicht gerne höre, weil das ist totaler Blödsinn, weil ein Lautsprecher kann nichts verbessern, kann höchstens verschlechtern und sollte das möglichst homogen und möglichst wenig machen. Das ist der Ansatz für einen Lautsprecher, aber verbessern tut er mal grundsätzlich sicher nichts.
Aber die Problematik ist, es ist jetzt eine Abstimmungsfrage. Wenn ich einen Lautsprecher nur sachte kompensieren möchte im Brillanzbereich, dann habe ich insgesamt genügend Helligkeit am Hörplatz, aber ich kompensiere den Hochton entsprechend ein bisschen kompensieren. Wenn ich das sachte genug mache, dann kann man dem Lautsprecher attestieren, dass er noch genügend homogen ist für Stimme im Vokalbereich. Für klassische Musik, wo natürlich die Homogenität sehr, sehr zentral ist. Wenn ich aber dann sage, ja gut, der hat zu wenig Pep, der hat zu wenig Klarheit, der hat zu wenig Brillanz, dann gibt es die anderen Hersteller, die halt den Präsenzbereich und den Brillanzbereich kompensieren zum Hörplatz hin. Somit wirkt der Lautsprecher quirlig, hell, frech, wunderbar im Jazzbereich, aber irgendwo bei der Klassik, wo es um Homogenität geht, im Stimmenbereich, gibt es dann nachher auch Verfärbungen drin, die eine Projektion machen auf den Hörplatz hin. Man tut dort Dimensionen durch das in der Abbildung, die Raumtäufe stark beeinträchtigen. Wenn man das ausschließen will, gibt es eigentlich zwei Ansätze, wie man das machen kann. Also der beste Ansatz vor dem wäre natürlich, man hat keinen Wohnraum. Mhm. Wenn man von außen wegen ist, hat man die Reflexionen nicht. Wenn man Eigentümer ist von einem schönen Bauernhaus und da unter dem Dach sich breit machen kann, für der Musik Wiedergabe zu frönen, dann hat man dort auch genügend Dimensionen, die Probleme am Anfang schon ausgeschlossen zu haben. Sobald wir im Wohnraum sind, gibt es nach unserer Meinung zwei Ansätze. Der eine Ansatz ist die Integration, möglichst mit der Wand. Das ist der Punkt, wo man dann nachher im Prinzip wann höchstenfalls noch braucht, zur Verstärkung im Bassbereich. Aber man hat eigentlich nur eine nach vorne hingerichtete Abstrahlung. Wenn man einen Lautsprecher in Raum muss stellen oder will stellen, dann gibt es nach unserer Auffassung nur Rundstrahlcharakteristik. Da gibt es natürlich viele Ansätze, viele Hersteller, die das immer verfolgt haben. Seit Neuerung wieder mehr verfolgen mit sogenannten Dipolen, Bipolkonzept und so weiter. Es gibt natürlich auch radiale abstrahlende Systeme, die also wirklich vollumfänglich rundum abstrahlen. Das sind etliche Ansätze, teils sehr, sehr teuer. Man findet solche Lautsprecher auch entsprechend meistens noch mehr im Top-End-Bereich. Mhm. Also so quasi als Top-Lösung ihrer Brand, die einfach noch letzten Endes attestiert, wenn es drauf ankommt, dann muss es ein Rundstrahler sein. Mhm. Wir machen das viel konsequenter effektiv, indem dass wir in der Rowen Sinfonie-Serie, früher war das die Rowen Referenz-Serie, immer rundstrahlende Systeme hinbauen. Rundstrahlend insofern, dass man eine sogenannte Bipol-Abstrahlung macht, wie also da jetzt in Form von der Sinfonie die Abstrahlung nach vor und nach hinten. Also wir tun effektiv gegen beide Wege abstrahlen. Nach vorne Hörplatz respektive zu der wichtigsten Reflexionswand, das ist die Rückwand. Durch das haben wir den Vorteil, dass wir einerseits den Direktschau an Hörplatz haben, der linear ist. Und gerade dank dessen, dass wir die wichtigste Reflexion von der Rückwand ebenfalls linear haben, haben wir eine Überlagerung von Direkt- und Indirektschau, die homogen zueinander sind. Da braucht man nichts zu kompensieren, sprich keine weiteren Verfärbungen. Also das ist sicher ganz ein ganz relevanter Punkt, der vor allem für eine Bipolartechnik, für eine Rundstrahltechnik jeglicher Art würde sprechen. Mhm. Gut, damit... Ich tue so gerne in den Grundsatz sagen, wenn ich ein Video mache. Das Wichtigste für eine Anlage ist, dass der Lautsprecher mit der Raumakustik perfekt interagieren kann. Absolut, ja. Oder das ist mal der wichtigste Entscheid. Darum legen wir den Kunden immer nachlegen, zuerst einmal den Lautsprecher wählen, wie der mit der Raumakustik interagieren soll. Wir haben jetzt von dir gehört, wie die Interaktion ist, eben nicht nur vom Direktschall, sondern vom indirekten Schall. Und ich glaube, man kann sagen, dass man mit dem Bipol-Konzept der indirekte Schall auch unter Kontrolle hat und durch das die Homogenität erreicht. Das ist richtig, ja. Der zweite Punkt, den wir oft unseren Kunden empfehlen, ist eben zuerst mal die Wahl vom Lautsprecher und dann in zweiter Linie, wie man den Lautsprecher antreibt. Wenn man das gut macht, dann hat man eigentlich so 70-80% von der Klangqualität erreicht, wo möglich ist in einem System. Also das Wichtigste, die Wahl vom Lautsprecher, der soll mit dem Raum gut interagieren können. Und das Zweitwichtigste ist noch die Verstärkung.
Und auch hier bietet Rowen ja, verschiedene Möglichkeiten. Also eigentlich kann man von Modularität reden. Man kann Rowen sehr gut mit einem homogenen NAD-Verstärker antreiben, im Passivbetrieb. Man kann aber dann auch aktiv gehen. Vielleicht kannst du uns da mal noch ein bisschen mehr erzählen, was bringt denn eigentlich die Aktivtechnik bei Rowen? Das ist insofern ein sehr, sehr interessanter Punkt hier, weil dem voraussetzen müssen wir fangen mal, was hören wir? Was brauchen wir für Informationen, damit wir uns in der Musik, in den Charakteren von diesen Instrumenten, in der Platzierung und so weiter orientieren. Letzten Endes, das ist eine Reproduktion in Stereo, wie wir das mit Lautsprecher machen, eine Reproduktion von dessen, was aufgenommen ist. Und dann brauchen wir eigentlich eine sehr hohe Verfärbungsfreiheit von dem, überhaupt keine Nummer annähernd daran herzukommen. Dort ist ein Aspekt auch, der sehr, sehr bedeutend ist, was für ein Frequenzspektrum brauchen wir zur Analyse der Signale, zum Analysieren, wo steht ein Instrument, wo, von wo genau ist ein Stimmort. Und natürlich, was die Charakteristik von diesen Instrumenten, von diesen Stimmen angeht. Und dort kommt man aus der Psychoakustik raus. Natürlich sieht man sehr klar, dass das Gehör letzten Endes ein Hörbereich hat, der relevant ist, genau von die Orientierung zwischen 1000 Hz bis 10.000 Hz. Mit einer Maxime zwischen 2000 bis 4000 Hz. Entspricht eigentlich auch der Hörkurve, die man im Auge sieht. Und die kommt nicht von ungefähr, das ist die Evolution der Menschheit, wie man sich orientieren konnte, orten, wie man das Geräusch lokalisieren konnte. Sehr, sehr zentral. Darum hören wir also. Darum ist auch die Hörkurve sehr, sehr relevant und ein fester Bestandteil vom Hörapparat und vom Umsetzen mit dem Hirn. Und dort kommt ganz ein wesentlicher Punkt, was machen wir jetzt mit dem Frequenzspektrum? In der Regel hat man angefangen, dann in den 60er Jahren Lautsprecher zu bauen mit Mitteltönern. Das kommt nicht von ungefähr. Ein Mitteltöner, wie der Name sagt, ist im mittleren Spektrum natürlich ein Wiedergabesystem. Im Bass muss man sich behelfen, im Hochtonbereich muss man sich behelfen, aber er konzentriert sich in erster Linie auf das, was wir primär brauchen, zum Hören, zum in ein Recht finden mit der Musik. Und darum haben wir seit jeher Mitteltöner verbauen gehabt, nach Möglichkeit, wenn es um das Maximum gegangen ist. Und zwar immer über einen sehr, sehr breiten Bereich. Da sind wir ein bisschen weiter gegangen, als das viele andere haben gemacht haben, die eigentlich einen Mitteltöner auch schon früher eher in einem Teilbereich eingesetzt haben. Haben wir schon dazu mal unser Mitteltonsystem über 4 Oktaven eingesetzt gehabt. Mit der neuen Linie von der Symphony-Modell ist eigentlich vor allem der LMT neu dazugekommen. Der LMT, Linear Motion Transformer, ist eine komplette Neuentwicklung von einem Wiedergabesystem, wo, wie der Name Linear Motion, eine lineare Bewegung hat, also nicht eine Oberflächenverformung braucht für die Wiedergabe, so wie man das zum Beispiel von einem Elektrostat oder von einem Bändchen gewöhnt ist, sondern eigentlich in der Kraftwirkung auf der Membran selber eine Bewegung umsetzen. Linear. Was beim LMT ganz besonders ist, ist aber dann sein Frequenzbereich, den wir abdecken damit. Und zwar starten wir bei 1000 Hz. Gegangen bis 28.000 Hz aus. Das ist ein Einweglautsprecher. Rein hörtechnisch, alles, was irgendwo Relevanz hat, alles, was mit Instrument, mit Charakteristik und Platzierung zu tun hat, entsteht auf der Quelle. Das ist ein Einweglautsprecher. Ist natürlich die ideale Lösung, insofern irgendwo wie der Himmel nicht zusätzliche Verfärbungen. Was vor allem interessant ist, der ganze Grundtonbereich, der ganze Bassbereich, der vor allem Bewegungen voraussetzt, ist ja der separat. Das ist der eben nicht auf dem LMT. Und das ist sicher auch ein Vorteil gegenüber zum Beispiel Grossflächenstrahler, Elektrostaten, die das Ganze müssen wiedergeben müssen. Und da ist es natürlich nicht förderlich, wenn man auf einmal grosse Bass-Moves hat auf der einen Seite und der Stimme noch akkurat wiedergeben will. Also ist das da sogar eher im Vorteil. Aber das ist ein Einwegelautsprecher. Und wo das nicht möglich ist, dann machen wir sogenannte Quasi-Aktivlösungen, wo man zwar einen Übergang hat, aber das nicht mit Frequenzweichen macht im Lautsprecher, wo primär dort entscheidend sind, wo das der Crossover ist, sondern wir machen das mit dem System selber, wo der Hochtöner seinen Frequenzverlauf hat, der souverän runtergeht, einfach auf die 4000 Hertz. Und der Bass geht auf 4000 Hertz, der tut rein akustisch, mechanisch,
den Crossover-Punkt setzen. Da kommen wir eigentlich auf ein sehr zentrales Thema im Lautsprechersystem, das ist Frequenzweiche. Mhm. Wenn man von passiven Frequenzweichen redet, dann reden wir von teils recht grossen Netzwerken, die wahrscheinlich schön aussehen. Und das ist imposant, wenn man so eine grosse Platine hat mit 15 Komponenten drauf. Sinnvoll ist das nicht. Sinnvoll ist es vor allem deshalb nicht, weil ein Lautsprecher nicht einfach Impedanz ist. Ein Lautsprecher ist ein sogenanntes dynamisch wirkendes reaktives System. Reaktiv deshalb, weil wir noch von Beschleunigungsmomenten ausgehen, wenn es um Musiksignal geht. Und dort hat der Lautsprecher sehr komplexes Impedanzverhalten, was es eigentlich technisch unmöglich macht, eine passive Frequenzweiche überhaupt gescheit abzustimmen. Die kann man nur tendenziell zugunsten von dem Messresultat abstimmen oder zugunsten von dem Hörresultat. Nur das ist sehr problematisch, weil dann wäre das Messresultat nicht mehr so schön. Und das ist wiederum auf Art von grossen Brands eine Schwierigkeit, überhaupt einen guten Test in einem Ort zu bekommen, weil das nicht pfeifenlinear ist. Natürlich kann man dem vorbeugen, insofern, dass man auf Aktivtechnik geht. Das ist die andere Lösung. Da haben wir wunderbar schöne Lösungen, entweder aus Upgrade-Option zu einem späteren Zeitpunkt mit Sockelverstärkermodul, wo sich im Sockel vom Lautsprecher integrieren lassen. Dann ist der Verstärker fangen wir mal dort, wo er hergehört. Mhm. Beim Lautsprecher möglichst nahe. Da haben wir jetzt einen Verstärker 2-Kanal, also da hat es einen separaten Verstärker drin, der den direkten Bass ansteuern tut und der andere Verstärker direkt das Hochtonsystem ansteuern tut. Die Lautsprecher sind dafür vorgesehen, dass man die abändern kann mit einem kleinen Eingriff, zwei Lötstellen und dann sind die Komponenten, die noch drin sind, gebrückt. Eine andere Variante ist natürlich, wenn das jemand mit dem Sockelverstärker, eher aus ästhetischen Gründen, kann man natürlich auch arbeiten mit externen Verstärkermodulen aus unserem Sortiment. Da gibt es verschiedene Lösungen in verschiedenen Preisklassen und entsprechend mit Filterkomponenten, die man zwischen Vor- und Endstufen tun. Dort haben wir die dynamische Problematik nicht, weil der Endverstärkereingang zeigt sich in keiner Art als reaktiver Eingang in dem Maß, wie das ein Lautsprecher macht. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten mit verschiedenen Filtern. Das ist für ein Aktiv-Upgrade, aber letzten Endes Aktiv-Upgrade ist so das Tüpfchen auf dem I, wenn man so will. Es ist noch in letzter Konsequenz Fehler rauszunehmen aus dem System, einen absolut akkuraten Antrieb zu haben, absolut definierten Antrieb zu haben. Und wo das nicht möglich ist, dann muss im Prinzip der Lautsprecher möglichst ein Einweg-Lautsprecher sein. Dann hat man die Problematik viel weniger. Also bei diesem Modell hier mit dem LMT ist der Aktiv-Upgrade durchaus sinnvoll. Ja, es bringt noch ein bisschen mehr Definition, noch ein bisschen mehr Strukturgenauigkeit. Das ist auch so. Wenn ein Lautsprecher einen Übergang hat, wie hier 4000 Hz, das ist ja so die obere Grenze, die hörrelevant in der Maxime ist, dann haben wir hier einen sogenannten quasi-aktiven Crossover. Quasi-aktiv, weil im Prinzip das System aktiv selber ja sich filtern und nicht Frequenzkomponenten in der Trennung. Das ist der andere Ansatz. Das alles ist vor allem deshalb wichtig, wenn man möglichst wenig Verfärbungen drin hat und eben auch Raum reproduzieren. Raumdreidimensionalität hat übrigens so gar nichts damit zu tun, ob es jetzt ein Vollpipbau ist oder nicht. Die Abbildungstiefe von einem Instrument, wo das platziert ist, hat mit der Verfärbungsreinheit zu tun vom abstrahlenden System nach vorne hin zum Hörplatz. Der Vollpipbau hat höchstens dort den Vorteil, dass man Helligkeit und Luftigkeit verbinden mit einem ganz, ganz homogenen Klangdämpfer. Und somit ist der Lautsprecher noch wesentlich polyvalenter, was Musikstilrichtung angeht. Das ist für uns ja das Ziel, wie wir möglichst dem Kunden bei ihm daheim ein Produkt anbieten, wo er Musik geniessen kann. Völlig egal, was er von Musik hört. Es ist wahrscheinlich heute andere Musik als die 20 Jahre. Ein Lautsprecher ist auch eine Investition, insofern ein Lautsprecher sehr neutral ist. Braucht man den auch nie auszutauschen. Ein Lautsprecher, wie man die guten Lautsprecher kennt, aus den späten 60er, Anfang 70er Jahren, das sind phänomenale Lautsprecher.
Heute ist es ein bisschen undenkbar, sich das vorzustellen, noch so eine Kiste in der Stube zu haben. Ja, aus ästhetischen Gründen mehr, aber nicht aus klanglichen Gründen. Darum haben wir bei den Rohrenlautsprechern auch immer sehr konsequent darauf geachtet, dass wir sehr schlichtes Äußeres haben, wo man x verschiedene Farbvariationen haben kann, wo man auch später mal die Farbe austauschen und im Interieur anpassen. Aber der Lautsprecher an sich bleibt ein dezentes Instrument, einfach integrierbar im Wohnraum und mit einer Garantie dafür, dass man alle Musik damit geniessen kann. Ja, weil es eben homogen ist, klingt es dann auch sehr, sehr räumlich und eben wandnah eigentlich dort, man will die Lautsprecher aufstellen. Ja. Danke vielmals für die vielen Informationen. Also ich glaube, es ist immer wieder beeindruckend, selbst für mich, um schon sehr lange miteinander zusammenarbeiten, was da für Know-how dahinter steckt, hinter diesen sehr speziellen Lautsprecher. Ich finde speziell gute Lautsprecher. Ich lade sie ein. Das muss man mal selber erleben. Wir haben in Zürich und Uster das gesamte Sortiment von Rowen vorführbereit. Wir haben alle Rowen Lautsprechermodelle. Wir haben praktisch die ganze Elektronik auch da in passiv und in aktiv. Und da kann man mal erleben, was das eigentlich bedeutet. Eine wandnahe Platzierung von einem Lautsprecher und was das auch bedeutet, wenn ein Lautsprecher eben homogen spielt, unverfärbt spielt und deshalb unbeschreiblich räumlich. Also ich lade Sie ein, besuchen Sie uns in Zürich und Uster. Wir laden Sie ein für ein interessantes Hörerlebnis. Vielen Dank und bis bald. Ja, danke schön.